Hallo ihr fantastischen Leute und frohe Weihnachten! Zwar etwas verspätet, aber ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage gehabt. Wobei, einen Feiertag haben wir ja noch, wenn das Video hier erscheint. Deswegen auch etwas früher als gewohnt. Und ja, ich wollte mal bei Quält sich so ein bisschen Feiertagsstimmung noch verbreiten. Und habe mir überlegt, hey, schlechte Weihnachtsspiele gibt's doch bestimmt. Und na gut, ich habe so ein bisschen recherchiert. Es gibt einige schlechte Weihnachtsspiele, natürlich. Aber ich habe gesagt, okay, Kevin allein zu Hause, das ist ja eigentlich so ein Weihnachtsfilm, ne? Und da gibt's ja auch schlechte Spiele. Also habe ich mir jetzt da mal einen rausgekramt, und zwar die NES-Version. Das Spiel ist für den Game Boy erschienen, für das NES und für das Super Nintendo. Für Super Nintendo hat es bei Game FAQ, das ist ja immer so meine Adresse, wo ich mich immer informiere, wie gut oder wie schlecht so ein Spiel so ungefähr ist. Und da war die NES-Version eigentlich die am schlechtesten bewerteste, bevor besonders stand herausgestochen, dass es sehr repetitiv ist. Aber ich würde sagen, gucken wir mal rein, und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten gehabt. Ja, wir sind Kevin. Okay, ich kann schon mal nicht springen. Oder erwischt. Okay, gut, ich muss irgendwas machen, und die Red Bandits oder die nassen Banditen, wie heißen auf Deutsch nochmal? Ich glaube, da heißen sie auch Red Bandits, oder? Das, okay, ich wurde wieder gefangen. Ach, das war's schon. So, ich kann mir diese Taste hier, diese Dinger hier aufnehmen. Mich irritiert es voll, dass ich nicht springen kann. Ach, und mit B kann ich sie quasi, ach, die fallenden Stellen quasi, um denen zu erledigen. Zack. So. Also mit A aufnehmen, mit B dann die Fallen hinstellen. Okay. Sollten wir hinkriegen. Aber was muss ich hier machen? Oh, die kommen aber auch sau schnell an, ne? Und ich muss immer von vorne anfangen. Okay. Was ist jetzt eigentlich mein Ziel? Ich muss mich hier wahrscheinlich irgendwie verschanzen. Okay, Treppe kann ich hochgehen. Grafisch, okay, mein Gott, ne? Man kann nicht zu viel erwarten. Aber ich würde sagen, sie haben es zumindest einigermaßen perspektivisch versucht hinzukriegen. Und schon wieder, da werde ich schon wieder in die Ecke gedrängt. Okay, ich muss Fallen einsammeln, um die dann zu erledigen. Um, denke ich mal, irgendwo hinzukommen. Es ist relativ eintönig, würde ich sagen. Hier, zack, ich nehme die halt auf. Zack, da, 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 da. Dann gehe ich hier irgendwo lang. Die kommen in einen Affenzahn hier an. Und ich muss dann einfach die Falle richtig hinstellen. Oh, das war knapp. Was ist denn so nervig, dass ich die dann auch absichtlich erst aufnehmen muss, ne? Okay, wollen wir mal gucken. Musik ist okay, würde ich sagen. Und so ganz grob, wenn ich das Haus so richtig im Kopf habe, hier mit der Spinne und so weiter, versuchen sie es hier abzubilden, ne? So, jetzt gehe ich hier rüber. Bin ich denn schon geflohen? War es das dann? Ich hätte mir vielleicht den Intro-Screen mal angucken müssen, ja toll. Ja, komm. Wollte ich gerade sagen, auf der Treppe funktioniert das jetzt nicht, oder was? So. Tschö. So. Wieso moonwalkt der denn da? Aber es ist schade, eigentlich so die ganzen Items, die repräsentieren ja schon irgendwie so ein bisschen die Fallen, die auch wirklich gemacht werden. Hier diese Glühbirne wird das hier sein, wo sie denn hier ziehen und dann einen Schlag wegkriegen, sage ich mal. Aber die Animation, wie sie denn quasi sterben, ist es ja nicht, also, ne? Okay, hier geht's nicht weiter. Ach, hier kann ich hochklettern. Okay. Was ist jetzt Ziel des Spiels? Ist es jetzt wirklich Ziel des Spiels, sie es möglichst lange auszuhalten, oder? Oh no, okay. Ich bin so etwas verwirrt, was das Ziel des Spiels ist. Okay, Score. Time left. Oder muss ich wirklich nur immer im Kreis rennen und möglichst lange durchhalten? Weil diese blinkenden Dinger da sind ja eigentlich jetzt nicht meine Ziele, sondern es ist da, wo ich die mit der Falle erwischt habe. Und da steht Time left. Nein, das kann nicht sein. Entschuldigung, dass ich gerade etwas überlege, aber das kann nicht sein. Time left 18:15.
Ist es wirklich nicht Ziel des Spiels, jetzt 20 Minuten da im Haus rumzulaufen und das durchzuhalten, oder? Weil wenn ja, wär's sehr faul. Sehr, sehr, sehr faul. Oh, shit. Okay, kann sie auch wieder, wenn ich sie quasi aus Versehen ausgelegt habe, kann ich sie auch wiederholen. Okay. Aber dann ist es ja noch schlimmer als die Super Nintendo-Version. Die habe ich jetzt auch jetzt nicht aktiv gespielt. Aber ich meine, da muss man ja so die ganzen Wertgegenstände vor den Banditen in Sicherheit bringen und so weiter. Aber wenn das hier wirklich nur am Kreisrennen ist, Fallen auslegen, wovon man anscheinend immer nur zwei tragen kann, wenn ich das hier richtig interpretiere, dann ist das irgendwie schon jetzt nicht so spannend, sage ich mal. Das war gerade knapp. Und vor allen Dingen, die Fallen sind ja alle gleich, ne? Ich muss es wahrscheinlich ja wirklich echt nur im Kreis rennen? Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. So primitiv kann das Spiel doch gar nicht sein. Ne? Schöner Feiertag und hier schön, ne, die Strümpfe und so, das sieht ja alles ganz gut aus. Aber es kann doch nicht das Spiel sein. Aber anscheinend schon. Punkte an Zahl und Zeit. Und das ist halt die Karte, die so ungefähr, wie gesagt, das Haus der McAllisters, ne, hieß auch McAllister, ne? Ich habe letztens erst den zweiten Teil auf Netflix geguckt, deswegen McAllisters, meine ich. Ich muss meinen ersten Teil nochmal gucken. Aber stellt euch mal vor, also Kevin allein zu Hause war sogar der erste Kinofilm, den ich als Kind jemals im Kino gesehen habe, ne? Deswegen habe ich den zu dem Film natürlich schon einen bestimmten Bezug. Und dann stell dir mal vor, okay, als Kind habt ihr den Film gemocht, ne? Weil, hat ja jeder gemocht, weil, guter Film, logischerweise. Und dann, ihr habt kein NES, Super Nintendo, sondern nur ein NES. Und dann kommt hier so eine Grütze raus. Jungs und Mädels. Also, Steuerung geht in Ordnung. Aber ich laufe doch jetzt hier im Prinzip nur das verkackte Haus rum. Versuche, genügend Fallen einzusammeln und drücke im richtigen Moment auf B. Ha! Mal gucken, ob sie jetzt irgendwie kommen. Weil ich muss ja jetzt Zeit durchhalten. Ich schätze mal, ich verschanze mich jetzt hier einfach mal so taktisch. Ne? Taktik-Panda. Im Baumhaus. Und guck, wo sie kommen. So, da oben nämlich. Weil ich muss ja theoretisch ja nur Zeit aussitzen. Deswegen, ich muss ja gar nicht hier ständig hier rumrennen. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ah, es hat sich eingekesselt. Aber man sieht ja auch gar nicht, wo sie sind. Okay, das kann man sagen. Das ist logisch. Logik, ne? Aber das ist doch kein, das war ja damals, gab es ja keine Budget-Spiele oder sowas. Das war ein Vollpreisspiel. Freunde. Vollpreis. Ich glaube, selbst als Kind hätte ich damals nur maximal 5 Minuten Freude gehabt. Ein Versuch starten wir noch, aber das scheint es zu sein. Also als ich jetzt auf Game FAQ gelesen habe, es sei repetitiv und eintönig. Weil ich sag so, ja gut, das sind viele Spiele der Zeit, komm. Ach komm, ich habe keinen Bock mehr, nee. Habe ich mir gedacht, ach komm, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Entschuldigt für die etwas kürzere Folge heute, aber ihr seid wahrscheinlich eh voll gefressen vom ganzen Weihnachtsessen und so weiter. Ich hoffe, dieses etwas Festliche hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.